Ja, hallo und guten Tag aus Wien. Grüß Gott. Wir haben zwei Filme zusammen gesehen. Ja. Genau, und über die müssen wir erstmal reden. Also wir haben mehr gesehen, aber über die zwei wollen wir reden. Ja, klar. Wir haben viel mehr gesehen. Zum einen ein Film aus Dänemark. Richtig. Sorg og Glæde, beziehungsweise Sorrow and Joy von Nils Malmros, der mir, ehrlich gesagt, muss ich zu meiner Schande gestehen, bislang nicht wirklich ein Begriff war, der aber wohl in Dänemark ein bekannter Filmemacher ist, der unter anderem schon mit Lars von Trier? Mit Lars von Trier zusammengearbeitet, wobei man davon ausgehen könnte, dass fast jeder dänische Regisseur irgendwie mit Lars von Trier schon mal in Berührung war. Gekommen ist, ja. Aber dieser Regisseur, der hat 11 Filme gedreht, ja, die alle ein großes Gesamtwerk ergeben. Dieser Film sollte sein letzter sein, ist es offiziell jetzt doch nicht. Er hat wieder einen neuen gedreht. Es ist eine sehr harte Geschichte eines Mannes, der eines Tages nach Hause kommt und mit der wahrscheinlich einer der schrecklichsten Nachrichten, die man sich vorstellen kann, empfangen wird, dass die Frau die kleine Tochter umgebracht hat. Genau. Und die Frau ist jetzt wegtransportiert worden. Und der ganze Film versucht, dieser Tragödie irgendwie auf den Zahn zu fühlen. Ja. Also die Frau leidet seit längerer Zeit unter manisch-depressiven Störung, war auch deswegen in Behandlung und ist im Prinzip auch frisch aus der Psychiatrie entlassen worden und dann muss der Mann eben zu einem Vortrag wegreisen und beauftragt die Mutter, die Mutter seiner Frau eben nach der zu schauen, weil er auch ein unruhiges Gefühl hat und dann fühlt sich die Mutter nicht wohl und er sagt dann, na gut, du musst jetzt nicht die ganze Zeit nach ihr schauen, sondern es reicht, wenn du alle 2 Stunden nach ihr schaust. Natürlich wird genau das in dieser Konstellation zum Verhängnis. Und da fängt auch schon ein bisschen das Problem an, weil dieser Film immer wieder ein bisschen auf diese Schuldfrage rekurriert. Genau. Ich meine, es ist es erschüttert mich, weil wir kennen aus Dänemark diese Filme. Also seien Thomas Winterberg-Filme, diese düsteren Geschichten, Familiengeschichten, diese Tragödien, die da passieren, die einem immer auch sehr ans Herz gehen. Ne? Aber wobei ich finde, dass das hier jetzt keiner dieser Miserabilismus-Pornos ist, weil er dann schon sehr einfühlsam diesen einen Skandal verhandelt. Ja. Anhand einer Rückblende eigentlich, wo nochmal die ganze Geschichte dieses Paares aufgezeigt wird. Und wir uns ja natürlich immer fragen könnten, hätte diese Tragödie irgendwann mal verhindert werden können? Richtig. Ich finde aber auch, dass das irgendwie nicht reicht, um diesen Film so groß kathartisch werden zu lassen, wie angekündigt worden ist. Genau. Es fehlt was. Also es fehlt irgendwie so ein Gravitationspunkt, der dich komplett schockiert mit wackeligen Beinen aus dem Kino nimmt. Genau. Dazu war der Film eben, wie gesagt, nicht fokussiert genug. Er hat uns ja auch ein bisschen in der Konstellation des Paares an diesen Lucas Bellevaux-Film erinnert. Ja. Also ein Genre, wo es auch, also es geht auch in dieser Beziehung, in dieser Anatomie einer Beziehung, um einen, soll ich sagen, Standesunterschied oder um einen Unterschied, wie kommen Paare auch damit zurecht, dass sie unterschiedliche Dinge machen, dass sie in unterschiedlichen, auch geistigen Sphären unterwegs sind. Er, der intellektuelle, sensible, bourgeoise Künstler und sie, die aus der Grundschullehrerin, die sehr anerkannt ist, die gerne Musik hat, aber einen furchtbaren Geschmack hat, sehr piefig, so wie ihre Eltern letztendlich auch. Das ist mittlerweile so klischiert, dass ich glaube, dass man da nicht mehr so richtig raus kann. Ich würde es mal gerne andersrum sehen. Ich würde es mal gerne... Sie klug und er doof. Ja, genau. Das würde ich gerne mal sehen. Aber gut, wir müssen uns mit dem Film beschäftigen, den wir gesehen haben, nicht mit dem, den wir gerne sehen würden, obwohl das auch mal interessant wäre. Ja, das ist richtig. Wobei bei La Sapienza, dem zweiten Film, über den wir sprechen wollen, von Eugene Green, einen in New York geborenen Franzosen. Das ist das komplette Gegenstück, weil hier alle intellektuell sind, wenn du so willst, von 18 bis 48. Es ist ein barockes Theaterstück in der heutigen Welt. Und ich versuche das mal so schnell wie möglich zusammenzufassen. Es geht um ein Paar, sie Soziologin, Stadtsoziologin, er Architekt, sehr bekannter, weltbekannter Architekt, der Preise bekommt, steckt aber in einer Krise, weil seine große Kunst besteht darin, das Licht aus seinen Gebäuden fernzuhalten. Eine seiner größten Karrieren ist die, beziehungsweise seiner größten Leistung war ein Krankenhaus ohne Fenster. Und dieser Mann steckt in einer tiefen Krise und will eine Reise nach Italien dazu nutzen, um wieder aus dieser Krise rauszubekommen. Auf dem Weg dahin treffen sie ein junges Geschwisterpaar, beide 18, beziehungsweise die Schwester ist, glaube ich, etwas jünger. Ja. Der Junge interessiert sich aber sehr für Architektur und die Frau des Architekten überzeugt den Architekten, den Jungen doch mitzunehmen nach Rom und sie bleibt bei der Schwester, der geht's auch nicht so gut, die ist irgendwie
immer wieder krank, hat Schwächeattacken. Und es ist ein Film, der sehr, sehr hoch formalisiert ist, ne? Ja, also ganz strenge Bildkompositionen, immer auch sehr nach Symmetrien ausgerichtet. Manchmal stehen die Schauspieler auch sehr steif in der Szenerie herum. So ungefähr. Also wirklich. Und so schauen sich nicht an beim Sprechen. Obwohl sie miteinander sprechen. Ja, genau. Und das tut dem Film nicht gut, weil er dann sehr schwer wirkt. Auch wenn er über sehr Leichtes und Tiefschürfendes erzählen möchte. Über Künstlerpech, über Dasein, über Existenz. Ja. Da ist ja die ganze große Nummer über Liebe in Zeiten von architektonischen Problemen irgendwie so. Aber gleichzeitig ist das Ganze so auch emotional so zurückgenommen gespielt und auch inszeniert, dass man schwer die Inszenierung übersehen kann und sich wirklich in diesen Film hineinbegeben kann. Man sieht immer, was der Regisseur will, was er gerade inszeniert hat, was die Schauspieler sagen sollen. Es sind wunderschöne, sehr kluge Sätze dabei, aber durch die Art und Weise, wie es inszeniert ist, laufen diese Sätze einfach irgendwann mal durch und man denkt, das ist nicht wirklich gut. Da steckt etwas Großartiges drin. So wie das aber gefilmt worden ist, es schmeißt dich immer wieder raus. Es strengt körperlich an, diesen Film zu sehen. Richtig. Also stellt euch vor, wir stehen auf und diese beiden Stühle bleiben leer für 10 Sekunden. Einfach so. So beenden wir die Szene. Ungefähr so ist dieser Film aufgebaut und dann wird die ganze Nummer sehr schwer und sehr schlecht will ich nicht sagen. Schlecht ist nicht das Wort für diesen Film. Es steckt ein sehr interessanter Film verborgen und die Oberfläche macht es einem sehr schwer, zu diesem großartigen Werk vorzudringen. Dann wieder sehr barockig. Ja, genau. Ja, das war's mit diesem Mal. Mit diesem sehr klugen Satz. Mit Kirchenglocken im Hintergrund. Das geht nicht anders in Wien. Also genau. So es ist nämlich Allerheiligen und deswegen wünschen wir an dieser Stelle einen schönen Feiertag. Ja. Also, Servus aus Wien. Servus.